App ermöglicht einem, das 3D-Modell von mehreren Planen zu sehen, mit Hilfe der Technologie Augmented Reality. Also man ist am Ort hier am Münsterplatz und sieht dann effektiv das Modell von mehreren Planen. Das Besondere dabei ist, dass man hierbei eigentlich ein historisch ungenaues Modell genommen hat und trotzdem georeferenziert hat, also dass man am Münsterplatz auch effektiv den Münsterplatz sieht, weil man am Münsterplatz ist. Also hier wird eigentlich die moderne Technologie von GPS mit Augmented Reality verwoben, sodass man effektiv auch das Modell dann sehen kann, das historische Modell am richtigen Ort. Besonders innovativ an der App ist, dass man das Modell von mehreren Planen in der echten Welt übereinander lagert und das wirklich auch sieht und entsprechend auch erleben kann. Also man sieht nicht, es ist nicht nur irgendwie ein trockenes Bild von einer historischen Karte, sondern man steht mit dem Smartphone auf dem Münsterplatz und erlebt, wie die Stadt von früher ausgesehen hat. Die Idee zu City Stories entstand aus einem unserer Forschungsprojekte. Wir beschäftigen uns mit Multimedia-Suche, also der Suche nach Bildern, Videos in großen Multimedia-Kollektionen. Das Ziel von City Stories ist, die Suche auf Mobilgeräten durchzuführen und gerade historische Dokumente, Bilder, Videos an den Stellen zu zeigen und suchbar zu machen, an denen sie entstanden sind. In der ersten Version von City Stories haben wir es geschafft, Bilder suchbar zu machen und Bilder anzuzeigen. Wir haben im Laufe der Jahre die Anzeige überarbeitet, modernisiert, Aspekte von Augmented Reality und Virtual Reality in das System eingebaut und die letzte Phase der Entwicklung geht in den Bereich 3D. Wir haben glücklicherweise Zugriff auf eine alte 3D-Rekonstruktion der Innenstadt von Basel, die wir in die City Story Smartphone App integriert haben. Ich hatte das Glück, diese App testen zu dürfen. Als pensionierter Geschichtslehrer und äußerst interessierter Basler habe ich mich gefreut und mich gefragt, was erwartet mich? Denn wie sah Basel in früherer Zeit aus? Nachdem ich die Funktion der App begriffen hatte, sah ich dann plötzlich, wie die mittlere Brücke ausgesehen haben könnte. Ich habe mich gefreut am Münsterplatz, wie der zu Merians Zeit ausgesehen hat. Eigentlich wünsche ich mir mehr davon.